Hallo und herzlich willkommen hier im GM-Garten. Gestern habe ich mein Zelt nach 12 Jahren das allererste Mal gegen Stockflecken behandelt. Und sind wir mal ehrlich, nach 12 Jahren bei Wind und Wetter genutzt, da darf so ein Zelt schon mal Stockflecken bekommen. Das Zelt habe ich gestern mit einem Anti-Schimmelmittel behandelt und sowas würde ich meinen Pflanzen natürlich nie antun. Aber auch Pflanzen können schimmeln. Und darum geht es in dem heutigen Video. Denn heute wollen wir Mehltaube kämpfen. Wo? An Kürbissen und Zucchinis. Wenn ihr Lust habt, kommt doch einfach mit. Und für die Mehltaubehandlung mischen wir jetzt auf 1,5 Liter Leitungswasser ein Päckchen handelsübliches Backpulver. Und dann geht es dem Pilz an den Kragen. Und wieso nimmt man dafür Backpulver? Nun ja, im Backpulver ist Natron enthalten. Und wer in Chemie damals aufgepasst hat, der weiß, dass Natron basisch wirkt. Und dadurch, dass wir jetzt diesen Natron auf die Blätter aufbringen, ändern wir den pH-Wert, der sich auf den Blättern befindet. Und das gefällt dem Pilz. Ja, Mehltau ist ein Pilz. Dem gefällt das überhaupt nicht, wenn wir am pH-Wert rumregulieren. Und deswegen stirbt der Pilz ab. So zumindest die Theorie. Ich habe bisher noch nie einen Mehltau besiegt. Aber ich hoffe, ich werde die Pflanzen noch 1 oder 2 Monate am Leben erhalten können und hoffentlich noch einige Zucchinis ernten, denn wir lieben Zucchinis und wir wollen schließlich auch noch was für den Winter einfrieren. Also hilft nur behandeln. Für die Mehltaubehandlung habe ich jetzt die Backpulver-Wassermischung in so eine ganz normale Sprühflasche gefüllt. Die werde ich jetzt kurz aufpumpen und dann zeige ich euch mal im Detail, wie ich das auf die Blätter aufbringe. Und zwar gilt es hierbei jetzt erstmal festzustellen, gegen wen wir hier eigentlich kämpfen. Hier haben wir den echten Mehltau. Daran zu erkennen, dass sich dieser weiße Pflaum an der Blattoberseite bildet. Nicht zu verwechseln mit dem falschen Mehltau. Dieser lässt die Blätter vertrocknen, siedelt sich aber eigentlich eher an der Unterseite der Blätter an. Also bevor ihr die Pflanzen behandelt, erstmal feststellen, um welchen Mehltau handelt es sich hier eigentlich? Und ist es überhaupt Mehltau, der eure Pflanzen befallen hat? Denn einige Pflanzen, so wie diese Zucchini hier, die hat diese weißen Muster einfach sortenbedingt. Die gehören zur Pflanze und stellen keine Gefahr für sie dar. Habe ich dann schlussendlich aber doch festgestellt, ich habe einen Mehltau auf meiner Pflanze und ich weiß, ob ich auf der Oberseite oder auf der Unterseite der Blätter behandeln muss, dann kann die Behandlung auch schon losgehen. Und zwar sprühen wir dafür einfach unsere Backpulver-Wassermischung auf die befallene Seite der Blätter. Und das machen wir Blatt für Blatt, Pflanze für Pflanze. Bloß nichts vergessen, denn Mehltau breitet sich sehr, sehr schnell weiter aus. Wenn die Gesundheit eurer Pflanze es zulässt oder wenn das Wachstum eurer Pflanze es zulässt, könnt ihr besonders stark befallene Blätter auch einfach ganz entnehmen. Dann spart ihr euch da das Einsprühen und ihr gebt der Pflanze so die Möglichkeit, nur die gering befallenen Blätter wieder zu heilen. Leider gibt es für die Behandlung von Mehltau keine Erfolgsgarantie und auch hier hängt der Erfolg der Behandlung stark vom Allgemeinzustand eurer Pflanzen ab. Ist die Pflanze vital, wächst sie gut, wird sie wohl eher den Mehltau besiegen, als wenn sie kümmerlich vor sich hin dümpelt. Ich mache das kurz zu Ende und danach sehen wir uns nochmal wieder. Und damit wäre die Mehltaubehandlung auch schon abgeschlossen. Was bleibt mir noch euch zu sagen? Wichtig zu beachten bei so einer Mehltaubehandlung ist natürlich, dass es an dem Tag oder vielleicht auch an dem Folgetag nicht regnet. Denn wenn es regnet, wird das Natron wieder von den Blättern runtergespült und ihr habt denselben pH-Wert wie vorher auch.
Also kann der Pilz munter weiterwachsen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so war, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Schreibt was unten in die Kommentare. Zum Beispiel, wie macht ihr das bei euch mit dem Mehltau? Wartet ihr einfach, bis die Pflanze daran verwelkt? Schneidet ihr einfach die betroffenen Blätter ab? Oder behandelt ihr vielleicht auch mit irgendwelchen Mitteln? Lasst es mich wissen und vielleicht kann ich ja sogar noch was von euch lernen. Jetzt möchte ich mich aber verabschieden und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal hier im GM-Garten.